und gewinnst das Game quasi dadurch. Es ist halt komisch. Vielleicht TSM jetzt. Vielleicht hat TSM ein bisschen von EU gelernt und so. Korkiban. Vielleicht. Oder? Das ist der erste Korkiban heute. Das ist der erste Korkiban heute. Nee, richtig. Den sehen wir ansonsten sehr, sehr häufig. Vielleicht auch mal eine relativ clevere Wahl, weil er eben ansonsten die meisten Games eigentlich gewinnt. Das heißt, glaube ich, dass TSM einen sehr speziellen First Pick im Kopf hat. Weil eigentlich könnte man ja sonst einfach Corki picken, aber wenn Corki rausnehmen, das heißt, sie wollen nicht, dass Team Impulse danach, nach ihrem First Pick, dann Corki pickt. So würde ich das jetzt interpretieren. Lol, wow. Das müsste ein Target-Ban sein. Ist klar, jetzt kommt Lulu. Solo Queue, jetzt Lulu-Ban erwartet. Wenn jetzt kein Lulu-Ban kommt, kommt Lulu Top First Pick. Also First Pick, nicht Top. Ja, Björksen ist ein Lulu-Spieler. Vor allem Varus also, ist ja ganz okay gegen. Alles andere würde mich jetzt sehr überraschen. Ich kann nicht den Varus-Pick, was. Ja. Varus ist gut gegen Lulu. Ja, das ja. Aber wenn zum Beispiel jetzt Lulu gebannt wäre, was hätten die dann gepickt? Das meine ich. Vielleicht, also es kann einfach sein, dass er so viel Varus und Solokühl gerade spielt. Das kann auch sein. Wer ist das überhaupt? Wer ist das überhaupt? Hat er schon die jede Moment Woche für mal. Die gespielt? Ah, oh, dieser ihn? Graves. Fing? Jawohl, man nimmt sich Graves und Braum. Hältst du die erste Rotation für sinnvoll, sich einen Graves und einen Braum zu sichern? Ich wäre für, also ich finde Graves ist nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt hier picken. Ich fände Lucian Braum wäre eine gute erste Rotation, weil erstmal man das Lucian Lulu potenziell wegnimmt und Lucian Braum mit nach Kalista Thresh, glaube ich, die beste 2v2 Lane ist, die man picken kann. Und das ist jetzt wieder so eine Situation, also Graves wird ja wahrscheinlich nicht AD Carry sein. Ja. Und das heißt, es ist wieder so eine Situation, wo Rammus so stark wäre, weil er einfach den Jungler oder Toplaner, je nachdem, wo Graves hingehen würde, rausnehmen würde oder sehr gut countern würde. Plus dann noch den AD Carry, den Team Impulse halt picken muss. Außer ich spiele irgendwie AP Bottom. Aber. Plus Lulu. Speed Buff, Shield. Also ja, du meinst ja, für ja, genau, die TSM, Engage ist einfach sick. Und hoffe, sie gehen nicht Kogma. Ja. Ja, Lulu Kogma. Halt. Aber Lulu Kogma ist nicht mehr das, was es war. Ja, weil das alte Lulu Kogma war, du speedest den Kogma ab und der rennt nach vorne und macht diesen Sheen Empowered Auto Hit. Ja. Aber jetzt stellt er sich dahin und versucht zu schießen, aber alle anderen rennen einfach weg. Ja. Also wenn es ein Team in der Nähe gibt, was Rammus spielt, würde ich mir eigentlich TSM denken, weil die Analysten von denen sind eigentlich sehr wenn jetzt kommen alle aus EU. Wenn jetzt Jin kommt, ja. Okay, kommt jetzt zwar nicht, aber dann gibt's ja auch die Sivir. Fiora ist immer noch open. Und Hornzer spielt extrem viel Fiora. Also Rammus jetzt so broken. Gegen Sivir überhaupt macht überhaupt keinen Damage. Vielleicht will er noch Damage finden. Aber nee, der Damage ist immer da. Ich glaube, am realistischsten ist hier jetzt Lee Sin, Fiora. Ja, Lee Sin auf jeden Fall. Oder Elise. Aber sie haben mit Kog'Maw Lulu schon sehr viel Magic Damage. Ja, ich glaube, Elise würde ich hier nicht gehen. Elise wäre nicht so impactful. Ja. Ich hätte so das Gefühl. Viele Leute könnten das zu sehen. Ja, Lee Sin ist logisch, am logischsten, ja, auf jeden Fall. TF Top. Und dann halt noch ein Top-Laner, ne? Oder so. Lulu. No, wait. Was ist das für ein Jungle? Jungle Top, Kindred Jungle. Du mit Kindred, dem Wander soll. Nee, ich brauche Kindred so, ist ein bisschen riskant gegen Gragas, finde ich. Weil er einfach die Leute aus der Kindred-Ulti rausnockt. Ja. Das ist natürlich ein willkommenes Geschenk, so eine Kindred-Ulti für den Gragas. Trundle ist okay, würde ich sagen. Einfach weil, wenn Sivir die Ultimate poppt und dann auf dich zurennt oder den. Ich weiß nicht, ob ich Trundle so gut finde, weil, wenn du mal auf deren Team guckst, die haben keinen richtig Hard Tank, dem du die Armor und MR stealst. Bis jetzt ist da nur Gragas. Ja. Aber Graves hat auch schon gute Werte später. Durch den E und ja, seine okay. Tanky-Dinger. Ist schon not bad. Aber ist jetzt nicht, dass du dann ein Rammus ultiest oder ein Full-Item Nautilus. Sehr interessant. TS. Ich wäre immer noch Rammus gegangen, ohne Witz. Ja. Ja. Merkwürdig. Rammus ist in Vergessenheit geraten in NA. War der schon mal gut in oder NA quasi? Ja, ich glaube, die haben den noch nie. Vielleicht ist das so dieses alte Phänomen, dass die R-Taste nicht funktioniert. Ja, das. Naja, aber bei Rammus brauchst du ja nur den Heal in der Champ Select. Ja. Oder das? So wie bei Wicked. Ja, zum Beispiel. Oder eben wie bei. Vielleicht ist das ja auch so, dass Lulu gar nicht den Kogma speeden will, sondern den Kindred. Und so ja, ich bin gespannt, ob wir Devour Kindred sehen, Manuel. Ich glaube schon. Ja. So, okay, was sagt ihr so als Final Verdict zu den beiden Teamkompositionen? Wem gibt ihr hier alleine von den Champions die besseren Karten? Ich glaube, Lulu Comps sind im Moment einfach sehr stark, auch wenn ich Lulu Kog'Maw nicht so mag wie früher. Aber ich glaube, ich würde immer noch TSM die besseren Karten geben. Ne, ich würde sagen, Team Impulse, die haben so einen guten Engage mit Gragas, Sivir, TF. Also ich würde sagen 50-50, aber ich würde es
Also 51,94. 49. 51,94. Leute, Mathe mit Candy Panda. Hey, wir dürfen mal wieder die amerikanischen Castle synchronisieren. Das war wieder sehr viel Spaß. Also Kevin, was ist deine Meinung zu dem Spiel? Johnny, was Penn. Denkst du darüber? Es ist sehr spät. Also bin ich jetzt... Du bist Freak. Ich bin ausschlaggebender Punkt hier. Du... Do it. Ich würde es... Alles klar, vielen Dank Kevin für diese qualitative Analyse. Wir gehen rüber. Du denkst noch nach, am Ende des Spiels darfst du abgeben, wer du glaubst, wer gewinnt. Ist, alles klar, ich glaube ganz sicher, dass Johnny und Dennis dieses nächste Spiel für uns zu casten werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Partie. Team Solo mit tritt an gegen Team Impulse. Viel Spaß. Johnny, ich hasse dich. Hallo. Ich dachte, ich lasse dich diesmal ein bisschen extra sprinten. Ja, meine Freunde, ne, da haben wir gesehen, es gibt auch noch andere Caster zu meinem Erschrecken. Ja? Ich wusste gar nicht, dass die sprechen auch eine Sprache, die ich so noch nicht gehört habe in dieser Form. Komplett merkwürdig, komplett merkwürdig. Vor allem, ich verstehe gar nicht die... Uns kann man... Oh! Okay, wir müssen... Diesmal können wir uns keine Zeit lassen, weil das hier ist schon Spandauer Inferno-Niveau, meine Freunde. Aber der Braum kann gar nicht durch die Wand... Oh, Flash! Da wollen sie es wissen! Komm, alle hinterher! Oder auch nicht. Ja. Ich wurde von Kevin gegankt. Und wir haben ja eigentlich so unseren eigenen abgeschotteten Bereich der Caster und ich war komplett fasziniert von diesem Level 1 Engage. Guck normalerweise mal normal haben Kevin wir zwei da. Sicherheitsbeamte, ja. Die hier rumstehen. Ja, du hast ja die Statue dafür, willst du nicht mal... Komm. Gegen Kevin bist du wahnsinnig. Ich bin eine Luftpumpe. Ich darf nicht hin, dann bin ich wieder nackig, das funktioniert so nicht. Das Risiko können wir nicht eingehen. Also, wir haben hier einen guten alten 5-Mann-Invade mit Deep Wards, nur... Bringt das irgendwas? Ja, zusammengefasst ist Level 1, wenn der Braum auf den Trundle flasht und dieser Trundle immer noch Flash hat, dann kann man das Trait nennen. Das ist aber auch nicht wirklich sinnvoll. Keine Ahnung. Also, interessante Variante, allerdings relativ nutzlos. Gut, man kann natürlich argumentieren, dass das Flash auf dem Support nicht so sinnlos, nicht so sinnvoll ist, wie das auf dem Top-Laner, der dann angreifbarer wird. Hast du mich wieder beruhigt? Ich muss hier ein bisschen Alleinunterhalter spielen. Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Und immer wenn ich glaube, ich habe mich beruhigt, denke ich wieder an Luftpumpe. Und ich finde das einfach so witzig. Das ist aber das Problem bei mir. Ich hab so eine ganz eigene Art von Humor. Irgendwie, ich ja auch, ne? Deswegen. Ja, irgendwie hat Kutscher letztens gesagt, Deutschland an der Grenze zu Ostpolen, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Ostpolen. Oh. Boah, scheiße. Ich meinte, oh nein. Was für ein Missgeschick. Also bei sowas, da geht... Also ich kann euch auch gar nicht erklären, warum es jetzt direkt so lustig ist, aber dann geht bei mir halt einfach... Eine Sicherung raus. Das ist alles raus. Vorbei. Ja. Das ist Luftpumpe. Einfach auf demselben Niveau. Aber unsere Analyse-Ecke ist auch nicht hilfreich. Ne? Die haben selbst... Kevins Lach ist halt auch einfach komplett durch. Ich bin hier brutal überfordert, weil normalerweise bin immer ich derjenige, der total aus der Reihe tanzt und, nee. Die anderen versuchen dann die Professionalität nein, in den Cast zu bringen. Da bist du ja vollkommen falsch. Ich bin jetzt halt heute Morgen 9 Uhr quasi, mehr oder minder so durchgeht live. Heute haben wir das bei der LCK, haben wir es die Journey-Festspiele genannt. Und da, ja, schön. Kann man es durchgehen. Liebe Zuschauer, genießt diesen Duo-Cast. Das wird das erste und letzte Mal sein, was wir sehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal auf irgendeine Liga losgelassen werden. Deswegen genießt die Stunden. Guckt euch den VOD an, der dann auch hochgeladen wird. Ich glaube, der wird auch gelöscht. Der wird einfach instant alles rausgenommen. Der wird nicht hochgeladen, oder was? Nee. Wahrscheinlich von Twitch auch gelöscht. Ja, klar. Das ist herrlich. Und ich bin morgen arbeitslos. Das einzige Caster-Duo, das Zensur benötigt. No Filter wird dann leider dann Hashtag No Filter, genau. Ja, meine Freunde, ne? Also wir haben hier auf jeden Fall Spaß, aber ne, wir sehen ja auch nichts. Und das Ganze ohne Alkohol. Du? Ja? Ja. Ja, ohne Alkohol hier tatsächlich. Also der Tier 2 Druid sollte jetzt hier eben kurz herhalten, aber wir sehen Lane Swap allerdings, und das ist halbwegs positiv, noch kein Reversen. Und da nimmt mir ein bisschen Tempo zumindest raus. Und Kevin ist einfach immer noch am Provozieren seines Lachens hier. Ah. Ja. Also so kann man auch die ersten 4 Minuten im Lane Sword quasi überbrücken. Ja, wollen wir aufs Spiel eingehen? Also allzu viel ist ja tatsächlich nicht passiert so, ne? Also nee, wir haben halt einen ganz normalen Lane Swap gesehen. Blue Buffs getauscht. Genommen. Ja. Die Turrets genommen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, erstaunlicherweise ist Lulu auch mit einem kleinen Farmvorsprung belegt. Als Twisted Fate hat man immer so ein bisschen Probleme gegen Lulu, die in der Lage ist, ihn in den Turm zu drücken, relativ früh. Und dann sieht das als Twisted Fate relativ schwer aus mit den Last Hits, deswegen 10 CS Vorsprung auf Lulu. Kindred, Farm Heavy Jungler, zieht jetzt auch ein bisschen davon, ist natürlich bedacht, relativ früh dieses Deck aber Double Lift, der geht jetzt hier sofort. Gate flasht auf Cooldown. Das kann man hier festhalten. Mhm. Also wenn der Junge dann Flash ab hat. Oh, ich merke gerade was. Ich glaube, wenn Riot and Aim ein bisschen helfen will, dann sollten sie machen, dass die Träne auch mit Flash stackt. Ich glaube, das wäre für den einen oder anderen nicht hilfreich. Für Gate wäre das sinnvoll, aber auf Brown brauche ich jetzt nicht wirklich eine Träne. Der Graves zieht er jetzt sofort wieder hoch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich präferiere, wenn die Toplaner ihren TP quasi für den Dive nutzen, um dieses eine genau. Minion unsterblich zu machen. Aber jetzt Yellowstar mit der Möglichkeit. Ja, und Gate hat keinen Flash mehr. Exhaust und Flash genutzt. Aber das kann man ja durchaus machen. Brown wird allerdings hier noch jetzt das Teleport von Trundle. Graves hat keinen Teleport mehr. Das ist jetzt hier die globale Überlegenheit, die man gerade hat. Damit konnte man hier den Gegner nochmal ein bisschen delayen. Jetzt das Exhaust auf uns auch drauf. Aber die Jungs kommen hier weg. Aber da ist halt noch kein Turret. Ne? Das ist ein bisschen die Gefahr. Twisted Fate war jetzt auch schon runtergemoved. Ja. Also sehr viel Bewegung drin. Das freut uns natürlich. Hier passiert was in den ersten Minuten. Das sind wir nicht immer gewöhnt. Allerdings nur die beiden spielen hier mit offenen Fäusten. Also die denken sich völlig, Fäusten, ich völlig egal, was hier passiert. Wir gehen rein und wir gehen rein, ohne Rücksicht zu nehmen. Kann gut gehen, jetzt in diesem Fall ist nicht allzu viel passiert. Der goldene Sheet liegt in der Midlane. Björksen doch in der Lage, den Tipp-Midlaner Pyrian. Ist ja, Pyrian. Pyrian, so wird das pronunziert. Wird er tatsächlich, natürlich auch gerade dadurch, dass er die Lane nochmal verlassen hat, wird er gut reingedrückt. Entscheidet sich hier auch für den Stab der Zeit, hat er ganz offensichtlich. Zumindest hat er sich sehr früh für das Blasting Wand entschieden und damit wird das Rod of Ages, ja. Das würde ich genauso sehen. Gegen Lulu weiß ich nicht. Also, du hast natürlich nicht allzu viel Kill-Pressure auf Lulu in der Midlane. Der hat das Level 6 erreicht und ist damit relativ sicher, hat auch noch die Summoners an. Aber du willst natürlich global den Druck ausüben und damit. Mir gefällt einfach das Lich Bane-Bild deutlich besser, um ehrlich zu sein. Ich sehe halt auch, also natürlich, man findet halt eine Argumentation, wo Stab der Zeit halt einfach gut ist, weil du diesen Scaling-Effekt hast. Du hast so ein bisschen sonst immer das Problem, dass Twisted Fate mit den Ultimates eben aktiv sein muss, damit er da stark wird. Allerdings finde ich halt, dass Stab der Zeit hätte das jetzt nicht massiv ablockt und gleichzeitig halt auch die Wahrscheinlichkeit ein Stück weit verringert, dass du mit diesen ersten Ganks Erfolg hast. Denn da fehlt dir einfach so ein bisschen dieser Extra-Damage, der dir sonst halt Schienen, schrägstrich Glanz zu Deutsch, einfach hilft und einfach gibt. Genau. Ja, du Star. Aber mal die Respekt. Headbutt in diesem Moment. Immer so eine Schelle in den Nacken gedrückt. Aber trotzdem hier sieht man wieder, dass Sven Skern hier immer noch seinen XP-Vorteil hält. Ich dachte gerade, dass es nur ein Camp wäre, aber es sind hier tatsächlich eher ein, zwei Camps. Wir sehen Red Buff, Red Smite selbstverständlich auf Kindred. Gerade die Kombination aus Red Smite plus Red Buff ist eine sehr, sehr üble Kombo. Ja, sehr, sehr übel. Und dann auch den Slow, den Kindred von ihrem, ich glaube, E hat. Ist es? Ja, es ist E. Ja. Es ist das E. Ist natürlich super. Also damit bist du in der Lage, die Leute, gerade die Squishies, zerplatzen zu lassen als Kindred. Und das ist ja das, was ihn so stark macht. Ja, stimme ich vollkommen überein. Ich habe heute das wahrscheinlich beeindruckendste Game einer Kindred bis jetzt gesehen. Es war Ambition in der LCK gegen ROX Tigers, die heute ihr erstes Best of Three verloren haben. Und Ambition hatte bei Minute 14 seinen Verschlinger fertig gesteckt, also 14:30 muss man fairerweise sagen. Aber das ist dann einfach unfassbar, weil das sind dann 60 Power Magic Farm. Pen. Ja, das war einfach nicht mal Power Farm, sondern einfach Champions Farm. Da war einfach jede Rotation hat mit einem Kill geendet. Und das war, also wer sich mal angucken will, ne, wie ein Jungler ein Game komplett alleine dominiert, das dritte Game von Samsung gegen die Jungs von ROX Tigers war dafür definitiv eine Variante. Hier bis jetzt auch Sven Skern ein bisschen dominanter aufgetreten. Ja. Hat jetzt hier gerade nochmal den Red Buff erfolgreich invaded und bekommen. Das sieht für ihn bis jetzt sehr gut aus. Sven Skern natürlich auch einer Jungler. Der hatte bei als er noch bei SK gespielt hat, hat er auch Spiele, die er alleine hat entscheiden können. Ja. Also wenn Sven Skern böse geworden ist, dann... Gerade auch auf seinen Descender. Genau, wenn er böse geworden ist, dann war er in der Lage, das Spiel ganz, ganz alleine zu entscheiden. Ich habe da noch ganz, ganz böse Erinnerungen dran aus CW-Zeiten, als Sven Skern böse würde und dann einfach mal das Spiel komplett alleine gedreht hat. Und Kindred ist ein Champion, auf dem man das definitiv machen kann. Oh, ganz, ganz interessant hier auf Twisted Fate. Wir lagen tatsächlich daneben weder die Variante über... Abyssal! Ja, weder Kuno Reduction into Stab der Zeitalter, noch eben die Schienenvariante. Gut, wir haben es ja schon gesagt, also das Höllenzepter ist brutal überpowered, wenn man mich fragt. Also es ist ein so gutes Item derzeit,
dass es durchaus Sinn macht, das hier zu kaufen. Und gegen Lulu, ja gut, macht natürlich den Q-Poke ein bisschen weniger effektiv. Und die Penetration nehme ich doch auch mit. Ja, Höllenzepter wirklich sehr, sehr stark. War in einer Zeit nicht mehr ganz so gefragt als Athens wiederum. Genau. Gleichfalls okay war, wenn nicht sogar noch deutlich mehr. Und dann hast du halt, wenn du gewusst hast, okay, ich brauche Magieresistenz, war dieses Item meistens deine erste Wahl. Und hier kriegt tatsächlich Mesh den Buff. Was sagst du da? Sollte es immer der Jungler kriegen oder wie? Nee, also normalerweise, also die Leute fangen gerade erst an. Also wir haben es bei der AIM gesehen, dass es so ein bisschen angefangen hat, dass so der Harald jetzt ein bisschen optimiert wird. Also dass man versucht, den optimal auszunutzen. Und damit, und man nutzt ihn optimal aus, indem man ihm eben einen Champion gibt, der auf einer Sidelane positioniert ist. Und in dem Fall ist das Don't Mesh Me, deswegen macht das durchaus Sinn. Wir haben es immer mal wieder gesehen, wie Teams versuchen, vorher das Ganze also nicht so einfach zu machen, weil sie gerade Zeit dafür haben, sondern es in eine Rotation einzubinden. Du versuchst zum Beispiel einen großen Slow-Push anzusetzen, wo dann im Endeffekt du am Ende eine sehr große Wave haben wirst und versuchst mithilfe dieser und mithilfe des Buffes dann eben so ein Tier-2-Turret mal relativ früh einzureißen. Das ist hier gerade nicht möglich gewesen, dafür war die Wave definitiv zu klein. Allerdings trotzdem hier Mesh jetzt mit Level 6, er hat die Ultimate, Twisted Fate könnte dazu kommen. Yellowstar, der ist im Bedrängnis sofort, kommt. Twisted Fate, und das müsste eigentlich ein Kill sein. Allerdings, da ein bisschen früh der Coup von Twisted Fate, und jetzt gibt's wirklich den Turnaround hier. Dazu eben nochmal der Knock-Up durch die Lulu Ultimate, Sven Skaren, der kann Sven Skaren ist hier böse, komplett unangetastet geht er hier rein. Eieieiei, hat der einiges Flash? An Schaden. Der hat Flash, ja, der hat Flash. Das wird er nicht machen. Allerdings ist der, ist das Q... Oh, Double F, was macht der denn da? Was ist das denn? Wir sind alle sprachlos, aber die Graves Ultimate ist mindestens genauso. Also wir sind immer noch bei 0-0. Das ist das, was hier quasi das Schockierende ist an diesem Spiel. Wir hatten so viele lustige Clowns, die sich hier herumbewegt haben und lustig tanzend versucht haben, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und wir sind immer bei 0-0. Also... keine Ahnung, was hier losgeht. Also was da ist, Sven Skaren, ne? Sven Skaren natürlich wird hier eine Kraft sein, mit Mesh. Der man rechnen muss. Ja, sofort Spell Shield gestündet. Panik vor Kindred. Ist allerdings gerade auch ziemlich berechtigt. Er hat halt gerade in dem Fight noch seinen Red Buff ab. Ich dachte wirklich, dass er da hinterher geht. Für mich hätte Yellowstar auf jeden Fall sterben müssen. Ein Double Lift hätte auf jeden Fall sterben müssen. Ja, Double Lift hätte auch sterben müssen. Keine Ahnung, was der Typ ist mechanisch so gut. Ne? Also als überragend. Als AD Carry ist der schon also einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber von Season 2 an. Aber manchmal hat der Momente, wo ich mir an den Kopf packe, frage, Junge, was machst du da eigentlich? Ich frage mich ja doch immer, ob der in der Solo-Queue, wenn der gerade nicht ADC Carry kriegt, ob der nicht komplett durch ist. Der Nunu, ne? Nunu. Ja, Nunu. Und dann Infeed, Mitte runter. Also der gute alte Revive-Nunu, auch wenn Revive natürlich nicht mehr da ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite übrigens ein Lich Bane. Fluch des Lichts übrigens. Da wurde ich von Mori belehrt, nicht Fluch des Lichts, sondern des Lichts, was auch immer das sein mag. Wird das Ziel sein von Lulu. Sehen wir in letzter Zeit sehr, sehr oft. Hat in Korea angefangen. War ein bisschen der Grund, weil du diese 10% Cooldown Reduction nochmal kriegst und auf 45% capst. Allerdings hast du auch nochmal einen Damage-Spell quasi mehr. Was sagst du dazu? Ist es eine Variante, die du schätzt? Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist, denke ich, so zusammengefasst. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das gefällt mir auch. Also mir gefällt an der derzeitigen Meta, dass ich, was Item-Builds anbelangt, ganz, ganz viele Möglichkeiten habe. Also es war insbesondere in Season 4 und im Anfang von Season 5 gab es da überhaupt gar keine Varietäten. Da gab es ein Item-Build auf jeder Position, ja. Und wenn ich das nicht gebildet habe, dann war ich eine Flachpfeife. Und mittlerweile gibt es da ganz, ganz viele Sachen, die ich machen kann und die alle auf der einen oder anderen Art Sinn ergeben. Ich finde zum Beispiel auch, dass Frostkönigin mittlerweile ziemlich gut gebalanced ist. Ja, ist ein schönes Item. Also wie gesagt, auf Lulu macht es immer noch Sinn. Also Björksen, der es jetzt hier kauft, kann es immer noch kaufen und wird dadurch nicht geflamed. Allerdings ist es kein Must-Buy mehr auf jedem AP-Champion, wie es noch vor 5 Patches der Fall war. Ja, also das ist wirklich eine Entwicklung, die wir natürlich zu schätzen wissen. Auf der AD-Carry-Position vor allem auch dadurch ein bisschen beeinflusst, dass man jetzt eben verschiedene Arten von ADCs hat. Aber jetzt, Sven Skaren wird hier angegangen. Kann er die Ultimate machen? Nein! Sofort einfach ausgelöscht worden. Hier hätte vielleicht da einen Ticken früher das Ganze machen müssen. Yellowstar nochmal mit dem Knockup, aber er hat eben keinen Flash. Oh, ich weiß gar nicht, warum er dann ins Pit gelaufen ist, wenn ich ehrlich bin. Zum Bait. Das mache ich im Solo-Queue ab und an mal, weil dann es passiert tatsächlich, dass wenn du ohne Flash einfach nur auf den Rand der Pit rennst und die keine Vision drauf haben, dass sie denken, okay, der Flash sowieso. Ja gut, okay. Und dann rennst du an den Rand und Port ist back. Das ist allerdings natürlich... Mind Games, meine Damen und Herren.
Mindgames klappen bei dir scheinbar am besten mit Damen oder was soll ich da raus? Natürlich. Selbstverständlich. Okay, okay, ja. Wir gehen jetzt hier an Drake dran, aber da ist sofort die Braum-Ultimate. Der engagiert schon lustig in drei Leute rein und der wird noch gar nicht gefokust. Doublelift, macht der eigentlich mal Schaden? Da macht er Schaden mit der Ultimate und immer noch lebt er. Jetzt wird er erst sterben, aber die Passive macht natürlich nochmal Damage. Das wird wahrscheinlich hier nochmal der Untergang sein für Kragas, der schon vorher gestorben ist. Wieder ein sehr chaotischer Fight, im Endeffekt 2-4-2 getradet. Allerdings das bessere Ende meines Erachtens für TSM, weil man hat noch den Drake abbrechen können. Man hat ihn abbrechen können und man kann ihn jetzt sogar nehmen, weil Kindred kommt wieder mit vollem Leben. Wir haben immer noch den Alistar, der das Ganze noch unterstützen könnte. Und Lulu, die holen sich jetzt zu dritt den Midlane-Turm und können dann in Richtung Drache gehen. Das ist wirklich jetzt sehr, sehr gut, was TSM hier gemacht hat. Das wird nicht. Nein, er möchte den Stack first haben. Also Svenskeren ist dann hier auf diesen Kindred-Stack aus. Verständlich, ist ja auch sehr, sehr angenehm, als könnte da möglichst früh welche zu kriegen. Trotzdem der Drache natürlich, wenn du für Verschlinger gehst, auch sehr, sehr wichtig, weil er dir eben diese Stacks gibt. Wir sehen jetzt nochmal den Fight. Gate, also in diesem Drache. Gate, ab diesem Moment dachte er sich, ich bin committed. Also er rennt hier wirklich wie ein Begaster auf Double Lift zu und ist sich seines Todes sicher. Wird dann getradet. Gragas schon so low quasi, dass er hier mit dem Tod rechnen muss. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass er da in Trundle nochmal reingemacht ist, aber wir haben hier sofort den nächsten Fall. Kragas Ultimate geht da rein. Alistar ist das erste Opfer des Ganzen, aber Twisted Fate, der sollte nicht weiter reingehen. Er ist doch schon so low. Guck, man kriegt den ersten Kill und das ist eigentlich eine Situation, die er lieben sollte. Kann allerdings nochmal geslowt werden. Und Braum kommt da mit einem Pups von AB tatsächlich weg. Trotzdem hier Double Lift mit dem nächsten Kill, 2-1-1 jetzt und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wir haben heute schon mal einen Kog'Maw gesehen mit 6 Items, aber im Normalfall passiert das nicht, weil er ab 3-4 Items wirklich eine absolute Maschine ist. Genau, absolut. Das Einzige, was heute ein bisschen fragwürdig war, das möchte ich hier mal hinausstellen, ist, dass Yellowstar wieder komplett außer sich ist. Also ja. Der ist halt jetzt auch schon jetzt gerade Level 6 bekommen. Ist aber gerade in beiden Teamfights absolut ohne Gegenwehr quasi einfach nur in den Tod gerannt. Das, keine Ahnung. Könnte ein bisschen fragwürdig werden. Im Großen und Ganzen natürlich der Kill-Vorteil auf Seiten von Tipp. Heißt aber nicht viel, da TSM mehr Türme hat und dadurch im Gold vorne liegt. Nee, nicht mehr Türme. 3-3? Doch. 2-3, ja. Nee, 2-4. 4-2. 2-4. Jetzt haben wir's. Aber auch der Farmunterschied ist da. Mit den 30 CS mehr. Ich habe auf der Minimap gezählt, weißt du? Oh, wow, dabei wirklich? Steht's doch oben. Steht's doch oben. Ich bin aber einer gewesen, der bis vor irgendwie 2 Patches auch noch auf den Gegner geklickt hat, um zu gucken, wie viele Drachen die haben. Ja, ich auch. Super geil. Ich werde wieder, das kann man sehen. Also hier sehen wir es mal. Yellowstar super aggressiv rein. Ja, aber mit Level 5, das kann man machen, wenn er Level 6 ist. Ja, dann wird er halt einfach abgeholt. So ist quasi. Ja. Aber die Ludo Ultimate war wirklich schön. Die war super. Viermal Knock-Up sieht man sehr, sehr selten. Und dann Double Lift, der natürlich jetzt hier in der Lage ist. Aber er hätte ein anderes Fokus-Target nehmen müssen, weißt du? Wenn ich da direkt eine Ward reinsetze in den Busch, was ich eigentlich machen muss als TSM, dann hätte ich die Squishies in der Front Row rausfokussieren können. Und so war er dazu gezwungen, die dicken Tanks mit Autotex zu belagern. Und er hat natürlich dann später auch Twisted Fate mitnehmen können. Das war natürlich dann in Ordnung. Insgesamt muss ich sagen, dass ich Pirin in den Fight nicht gut fand. So. Sein Positioning sehr, sehr weit vorne, obwohl er in dem Moment keine Stunkarte in der Hand hat. Das heißt, er war in diesem Moment nicht in der Lage, den Gegner wegzuzonen, was sonst die Aufgabe von Twisted Fate mit einer Stunkarte eben ist. Genau. Und dann hat er da vorne, finde ich, zumindest in der Phase des Spiels nicht allzu viel verloren. Das, wenn wir schon mal gerade bei Twisted Fate sind, das eigene Bild finde ich gar nicht so schlecht. Also jetzt Cooldown Reduction Boots und baut jetzt in Richtung Lichbane, nachdem er das Höllenzepter beendet hat. Das gefällt mir. Also da muss ich sagen, das macht durchaus Sinn. Vor allem verstehe ich bei dem Itembild auch das Argument quasi, dass du Lane-Dominanz deutlich gewinnst. Genau. Weil Höllenzepter immer in der 1 gegen 1 Situation sehr, sehr stark ist. Du hast nicht diesen Scaling-Effekt, sondern einen direkten Power-Spike. Und das kann gerade gegen einen Gegner, der ihm für ein Scaling-Item geht, wie Frostqueen, sehr angenehm sein. Ja, und zwar einen direkten Vorteil, weil ich nicht nur meine eigene Defensive verbessere, durch die Magieresistenz gegen Lulu, sondern auch noch Penetration für mich selbst bekomme. Das heißt, ich bin quasi auf beiden Seiten, defensiv und offensiv, mit diesem Item sehr, sehr gut bedient. Und deswegen ist es ein absolutes Lane-Dominanz-Item. Wir hatten das ja schon mal. Das könnte jetzt gefährlich werden für Hauncer, der hier versucht, Counter zu jungeln. Ah, ich denke, da wird er nochmal einfach davon kommen in dieser Phase. Mesh kriegt jetzt hier diesen Red Buff. Sie wäre auf dem 6.4er-Patch jetzt schon in der Lage, mit dem W zu kritten. Das eine Entwicklung, die sehr, sehr angenehm ist. Deswegen jetzt hier mit der Ultimate. Allerdings keine Stun-Karte. Was ist denn hier heute los mit denen? Haben sie irgendwie eine Farbschwäche? Sind die Bildschirme richtig eingestellt? Das wirkt das sehr, ist eine, sehr oft. Nö, das geht ja gegen TSM. Das ist so ein Tribut an Reginald, der ja auch dafür bekannt war, immer mal schön mit der Blue-Card in den Gank reinzurutschen.
So, und jetzt geht's hier ein bisschen an Mitte-Turret. Allerdings finde ich diese Rotation absolut nicht überzeugend. Weil, Moment, was? Was ist das da? Braumond, Gragas, Invaden, Wölfe gehen jetzt erst in die Base. Und da hat man natürlich jetzt ein bisschen die Gefahr. Die rennen jetzt die Mitte runter. Mitte runter. Und dann kommt einfach die Rotation zur Botlane. Tier 2 Turret nimmst du ganz, ganz einfach mit. Und das ist jetzt schon ein Goldvorsprung. Also ein Turmvorsprung, der nicht von schlechten Eltern ist. Wir haben jetzt 5 zu 2 in Sachen der Türme. Man sollte jetzt in der Lage sein, mit Feng auf Graves diesen Tier 2 Turm in der Toplane zu nehmen. Von Makroplay ist das gerade eine Katastrophe von beiden Seiten. Von beiden Seiten, genau. Das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Also TSM zieht hier den längeren Hebel. Allerdings ist das auch alles andere als souverän. Also wirklich, da in der Situation, die Gegner invaden deine Wölfe irgendwie mit zwei Mann, sind super deep da drin. Du kannst Mitte rauspushen. Du hättest sogar Damage auf den Inhib-Turret machen können. Ja. Stattdessen nimmst du den Tier 2 Turret, damit du oben den Turret nicht verlierst. Trine geht früh für den Recoil. Aber der Recoil wurde, glaube ich, einmal interrupted oder sonst was. Oder er hat ihn abgebaut, ich weiß es wirklich nicht, weil ich hatte ihn viel früher da erwartet. Beides ist möglich. Was macht der denn da auch überhaupt? Also das ist die große Frage. Man sieht hier Wards, ne? Also die haben die Wards aufgebaut, was natürlich in dieser Phase sehr wichtig ist, dass ich da Wards habe. Oh, guck mal, Sven's Gern geht ein Ward und trotzdem Krager sofort da rein, aber Double Lift kommt noch weg. Yellowstar, ja, der ist halt irgendwie immer der vorne drin steht. Kindred Ultimate jetzt gezogen, um den wirklich zu retten. Ich weiß nicht, ob das notwendig war. Mal gucken, wie sich der Fight weiterentwickelt, ob sie das bereuen werden. Nash schon relativ low on Mana. Ich glaube, diesen Fight wird Chip hier nicht nehmen, sondern disengagen. Das sollte relativ einfach gehen. Ja, Team Impulse hier immer wieder daran interessiert, wenn der Flash von Kragas ab ist, sofort die Hard Engage zu wählen. Aber ich weiß gar nicht, ob sie sich damit in dieser Phase unbedingt einen Gefallen tun. Nee, also den Gefallen haben sie damit auf gar keinen Fall gemacht, weil TSM ist jetzt immer noch in der Lage, weiter zu siegen. Alistar hat den Heal, der nicht zu unterschätzen ist. Also das ist immer Sache, die sagen, ja, der ist nicht so stark. Doch, der ist stark. Der Alistar Heal ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Wir sehen jetzt auch, sehen nicht, wie viele Punkte er reingesetzt hat. Aber ich würde mal sagen, Level 7 sollte jetzt der zweite Punkt hineingesetzt sein. Schätzungsweise. Ich kann mir sogar 3 vorstellen. Ja, ist Yellowstar, dann wird das wahrscheinlich sogar maxen. Ja, ne? Das ist durchaus möglich. Jetzt auch Svenskern, der kein Ultimate mehr hat. Wo war das mit nochmal, wo ich eben meinte, ob sie das bereuen werden? Double Lift jetzt hier aggressiv angegangen, Exhaust noch oben drauf. Er hat allerdings noch Flash, ist eben sehr sparsam mit seinen. Ich darf mich aber auch als Kindred und Kogma, du, darf ich mich auf gar keinen Fall irgendwo auf offenem Terrain bewegen. Was ist das denn bewegen? Jetzt hier? Warum? Okay, Hornster wird jetzt hier von der Kragas-Ultimate nochmal rausgehauen. Flash dann aber Feng hinterher. Ich glaube, den Flash hätte er sich fast sparen können, aber manchmal geht es halt auch einfach nur darum, ja, it's all about sending a message. Ja. Du willst ja den aggressiven Flash, hier hast du ihn bis jetzt glücklich. Ja, natürlich. Deswegen wirst du mich auch niemals, du wirst niemals sehen, dass ich einen offensiven Flash, egal wie witzlos der ist, kritisiere. Okay. Weil der ist offensiv. Okay. Der ist gut gemeint, weißt du? Der zeigt, Freunde, heute geht hier Richtung. Was. Okay, also manchmal ist es so ein bisschen wie bei Fußball die gelbe Karte, die du dir abholst. Einfach nur, um zu zeigen, wir sind da und jetzt geht's rein. Ich habe Forgiven mal gefragt im Studio, wie schaffst du es, dass du so gut kiten kannst? Und er sagte, ich kite niemals. Er sagt, ja natürlich, du bist der beste Kiter. Und er sagt, nee, ich kite niemals rückwärts, nur vorwärts. Auch nicht schlecht. Yellowstar, ja, der macht die Ultimate eigentlich, der hält die auf Guder. Und Gate jetzt angegangen, das sollte sein Ende sein. Kann er nochmal dashen? Nein. Das heißt, Kogma kriegt dir den nächsten Kill, aber trotzdem in Team Impulse das Fighten. Und das könnte noch ganz, ganz übel nach hinten losgehen. Feng jetzt hier im Fokus von Double Lift, der kann freien Schaden machen und das tut mächtig weh. Der Sven-Scaren Schaden ist super. Also er wird schon einiges an Stacks auf seinem Passiven haben, wenn ich mir das hier angucke, was er hier an diesem doch relativ tankigen Champion an Schaden. Aber es ist halt eben auch Red Buff plus Red Smite. Ja, hier sehen wir es. Guck mal, was der an Schaden am Baron macht. Also der schmelzt hier runter. Aber es ist relativ schwer hier zu entscheiden, wer den Schaden macht. Aber es sind auf jeden Fall beide hier durchaus in der Lage. Das sind 20 Minuten Baron. Also der geht schon sehr, sehr schnell runter für den 20 Minuten Baron. Auf jeden Fall. Und das ist auch eines der großen Punkte, die Kindred so stark machen. Also seine Objective Control ab der 20 Minuten Marke ist einfach überragend. Also der ist in der Lage, den Drachen relativ fix runterzukriegen und jetzt den Baron auch in Rekordgeschwindigkeit. Jo, Verschlinger halt eben fertig. Jetzt der Axe nochmal hinterher. Hexdrinker wird er auf Dauer auch noch ausbauen. Dadurch kriegt er, sobald sich das Schild aktiviert, eben nochmal diese 10% Spellwamp und natürlich auch Lifesteal. Die sind sehr, sehr hilfreich. Und die Luft für Team Impulse wird jetzt immer dünner. Also hier nochmal der Fight. Und ab dem Moment, wo Gate tot ist, ist es dieser EU-Effekt, dass du weiterfightest, oder? Genau. Ja, also Gate jetzt wird hier rausgenommen und guck dir mal Twisted Fate Mana an. Also ja. Pyrian geht hier und in leben. Den Teamfight, in diesen 4 gegen 5 Teamfight ohne Mana. Der ist sowohl Meshmir als auch, und Twisted Fate macht gar nichts, der läuft einfach nur weg. Und dennoch hat man re-engaged auf Seiten von Tip.
Und man hat vor allem die Krage zu. Das konnte ich live gar nicht so gut flamen, wie ich es jetzt im Replay habe machen können. Deswegen haben wir ja die Replays für dich, damit du da nochmal alles sagen kannst, was du sagen möchtest. Kragas hat auch noch die Ultimate ab, zumindest am Ende des Fights. Sie wäre auch noch bei der Summoner Spells, aber es hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Also, ja, Team Impuls hier mit einer unglücklichen Auslegung, wann sie Fights nehmen und wann nicht. TSM 6 Turret schon genommen und es soll jetzt hier der 7. werden. Allerdings glaube ich, dass das kaum möglich sein wird gegen eine Sieber. Oh, nevermind. Wir sind natürlich auf dem 24-Minuten-Dash. Das habe ich natürlich hier vollkommen unterschätzt, wie stark das dann doch hier die Problematik ist, diese Waves zu clearen. Es gelingt ihnen ja halbwegs, aber das ist ein halber Turret, der schon. Aber das Siege-Minion kriegen die niemals kaputt. Also das ist der Einzige, der hier in der Lage ist, das Siege-Minion zu clearen, ist Sivir. Wir sehen hier, was das... Smite genutzt werden. Ja, Graves war jetzt auch ein Q-Range gegangen, das hätte auch nochmal geholfen. Aber man hat halt Bot den riesigen Slow für Push für Team Impuls. Ja. Und das ist etwas, was ich bei TSM jetzt schon öfter kritisiert habe, dass sie ein schlechtes Side-Lane-Management haben. Management haben. Ja, Wave-Management. So, jetzt soll es hier reingehen. Kragas wieder mal mit diesem Gate. Double-Lift! Diesmal ist er reingeschmissen worden, aber die Kinwin-Ultimate ist da, die Lulu-Ultimate auch. Der wird einfach nicht sterben. Gate jetzt down, konnte allerdings da nochmal einen Kill zumindest raushören aus dieser Szene. Das heißt, ein 1-1 und das ist vollkommen okay für Team Impuls in dieser Phase. Insbesondere, da man hier den Support gegen den Jungler getradet hat. Das ist ein guter Trade. Super viel auf Double-Lift hier, auch die Lulu-Ultimate für mich ein Ticken zu früh. Klar, das ist super, wenn der Cockpiter super groß ist und super viel hat, aber Double-Lift! Fang, da kommt kein Schild mehr, der kann jetzt einfach eskalieren. Oh, die Red Card, aber es reicht. Triple Kill, nichtsdestotrotz. Double Lift wieder hier unter 2 Minuten Turmdauerbeschuss. Darf man ihn nicht für kritisieren, er ist als Kogma da, der mit dem Lulu Speed-Up und dem Lulu Schild dazu bedacht ist. Man hat es bei Freeze, als er ihn im ersten Spiel am heutigen Abend gespielt hat, gesehen, dass er das Gleiche probiert hat. Bei Double Lift hat es funktioniert, der ist da einfach wie so ein Berserker rein und hat dann die Leute auseinandergeruppt. Ist eines der Gründe, warum Lulu und Kog'Maw als Kombination als stark gilt. Aber ich finde halt zum Beispiel, dass die Lulu-Kog'Maw-Kombination viel, viel stärker ist als die Silien-Kog'Maw. Ja, weil du halt viel stärker. Das ist reiner Movement-Speed, so hilft jetzt Kog'Maw halt fast gar nicht so. Silien ist halt so ein Ersatz-Lulu, ne? Wenn Lulu halt gebannt ist oder weil, ja, davon geht man ja aus, dass es halt meistens gebannt sein sollte, dann nimmt man halt diesen Lulu. Und auch Janna Support ist halt, also Janna Support und Silien in der Midlane ist halt so ein Ersatz-Lulu. Und wir sind zur Wiederholung. Also, das ist kein Teamfight, das ist einfach nur Double Lift gegen den Turm. Der in der Lage ist, relativ lange zu überleben und dann aber der CC ist dann zu viel. Ich weiß auch nicht, was Mash in der Situation macht. So. Also der Flash von ihm war viel zu spät. Und auch Feng, du kannst halt von Kog'Maw in der Szene nicht weglaufen, weil der wird dich mit Lulu einfach einholen. Das heißt, die einzige Aktion, die du quasi bringen kannst, ist aggressiv rein und versuchen mit den 3 Leuten, die gelebt haben, ihn zu holen. Stattdessen verliert man wirklich 3 Menschen in dieser Szene da und jetzt wird es hier natürlich unangenehm. Double Lift lässt sich jetzt hier Zeit, um die Last Hits auf jeden Fall zu kriegen und hat einen davon gemisst. Danke, ich find's schön, dass du das rausfuhrst. Er lässt sich Zeit, konzentriert versucht er die Last Hits zu platzieren und verfehlt 33%. Yes. Schön, dass du hier noch mit den Mathe-Skills um die Ecke kommst, nachdem hier Candy Panda eben schon mal die habe ich mir abgehört. Mit Humbe geleckert hat. Na, er hat gesagt, TSM gewinnt zu 94%. Ich weiß nicht, was daran falsch ist. Zu 51 zu 94%. Ja, das ist doch völlig scheißegal, weißt du? Er muss ja nicht 100% ergeben. Wo kommen wir denn da hin? Ich sag auch mal, League of Legends ist 50% Glück und 90% Skill. Ja, gefällt mir gut. Im Endeffekt ist Schach, die Pointe war für nach. Im Endeffekt, es liegt doch wie Schach, nur ohne Würfel. Ja. Das ist meine Heimatstadt. Lukas Podolski, Ehrenbürger der Stadt Köln. Du bist Kölner. Ja, durch und durch so ein bisschen. Nice. Durch und durch so ein bisschen. Durch und durch so ein bisschen. So, wir gucken jetzt hier, wir sind auch langsam ein bisschen durch, aber dieses Spiel, ja, das ist langsam auch in diese Richtung durch einzuordnen. Gate kann auch noch mal ein bisschen was blocken vom Töter, aber ihn muss hier wirklich aufpassen, dass er sich nicht zu weit nach vorne positioniert. TSM macht das auch relativ gut, also wir haben eben das Makro-Game dann noch so ein bisschen kritisiert. Aber jetzt soll hier der Engage jetzt kommen. Team Impuls, probiert's nochmal. Sven's Kern wird rausgehauen. Gate mit der Ultimate, aber Double Lift vollkommen unangetastet und das riecht doch schon nach Double Nevermind. Sven's Kern hat ihn sich geholt, das heißt, es wird hier nicht noch mehr werden. Das heißt, hier in dieser Szene trotzdem TSM natürlich deutlich am längeren Hebel. Sie wissen, solange sie diesen Fight auch nur equal gestalten, ist alles gut und sie gewinnen ihn sogar. Der Schaden von Double Lift jetzt nicht mehr ganz so stark, weil er kaum noch Mana hat. Aber das Game, das sollte es trotzdem sein. K
keine Chance mehr für Team Impulse hier irgendwas zu machen. Der Nexus würde eingerissen werden. Kindred Ultimate hilft hier nochmal so ein bisschen auch für die, ja, für die Heal-Stats am Ende. Und man will sich nochmal an Double Lift rechnen, aber man kann es nicht. Und insgesamt TSM hier einfach das souveränere, das bessere und das einfach ein bisschen abgebrühtere Team, muss man sagen. Koordinierter. Also wir haben ja beide Makro-Spiele so ein bisschen kritisiert, auch zu Recht kritisiert. Man darf nie vergessen, dass wir niemals zu Unrecht kritisieren. Immer nur zu Recht. Ich finde gerade deine selbstkritische Art macht dich halt auch sympathisch. Ja, definitiv. Ja, finde ich auch. Das hat einfach sowas, da denkt man sich, aber das kann ich nur sein. Zurückgeben. Oh, weißt danke du? Dir. Ja, wie gesagt, also TSM dann doch einfach das koordiniertere von beiden Teams. Man hat gesehen, sobald sie sich diesen Baron geschnappt haben, an der 20-Minuten-Marke, haben sie dann doch relativ souverän die Türme eingerissen. Und das Spiel dann gewonnen. Also aber auch, weil du mit Nash halt keine Sidewave-Management mehr brauchst, wenn du zu fünft auf der Lane hörst. Ja, die hatten auch keins. Ja, ne? Haben wir gesehen. Also ein riesiger Slowpush gegen sich. Die denken sich, ja, pass mal auf, was können wir jetzt hier machen? Wir pushen einfach mal die Top-Lane. Hat trotzdem funktioniert, weil Tipp nicht in der Lage war, irgendeinen Vorsprung da zu ziehen oder gleich zu ziehen oder einfach zu traden. Tipp hat jetzt mit Teamfights versucht, das Ganze wieder zurückzuholen, aber ja. Sie haben halt auch wirklich mit jeder Kragas Ultimate versucht, da reinzuspringen, ne? Ja, der hat ja auch geklappt. Also die haben mit einigen Kragas Ultimates haben sie Double Lift in die eigenen Reihen gekriegt, konnten ihn aber nie töten. Ja. Also der Einzige, der das ist ja ein alter Spruch, ne? Der Einzige, der Double Lift töten kann, ist Double Lift. Ja. Und das macht er allerdings viel zu häufig. In dem das Fall, stimmt natürlich, ne? In dem Fall hat er nur einmal gegen den Turm gekämpft. Ja, gute Performance von TSM, gute Performance von TSM, besser als Tipp. Und deswegen relativ souveräner, zügiger Win. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass man jetzt auch immer sehen muss, so, dass es auch schwer ist, gegen die schwachen Teams immer so komplett drüber zu rollen. Ja. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen sanfter rangehen muss. Allerdings haben wir ja trotzdem wieder gesehen, die Schwächen, die TSM hat, dieses Sidewave-Management. Yellowstar fand gute ich wieder Spiele. Eine Katastrophe. Ja, Yellowstar ist eine Katastrophe. Also, Yellowstar war nicht optimal. Hat nicht optimal gespielt. Das Wave-Management wird eigentlich von allen Teams, die in irgendeiner Weise Ahnung vom Makrospiel haben, ausgenutzt und dann auch gegen sie verwendet. Ja, ich denke, mehr haben wir an dieser Stelle nicht zu sagen. Ja. Aber wir haben natürlich noch vier, ich will nicht sagen Labertaschen, aber Leute, die ganz viel Ahnung haben und das auch gerne kundtun. Das heißt, wir gehen eine kurze Pause, damit die dann reden können. Für euch gibt es nochmal die Möglichkeit, #LCSGER. Schreibt uns, was auch immer ihr wollt. Stellt uns auch gerne Fragen, die Analyse-Ecke ist ja auch eben dafür da. Genau. Wir sind gleich auch nochmal für euch da, denn wir haben natürlich noch ein Game für euch. Ihr seht es unten schon, ne? Freut euch auf Nash, meine Freunde. So, dann kurze Pause, bis gleich.